Harmonics Flageolets Obertöner. Was das ist und wozu man das braucht, wie man das macht, jetzt im Video. Viel Spaß! Harmonics heißt eigentlich Oberton oder auf Französisch Flageolet. Ich nehme auch mal die Akustikgitarre. Ein Harmonic, also ein Natural Harmonic, ein natürlicher Oberton ist das hier. Kannst du am einfachsten im 12. Bund machen und du darfst die Saiten nur ganz leicht berühren und zwar direkt über dem 12. Bund. Und am besten nimmst du die auch schon mal her, gleich wieder weg. Nimmst den Finger gleich wieder, du drückst nur genau, wo dir das Bundstäbchen auch ist. Aber nur so ganz leicht. Na, man muss nicht, guck, man kann den auch liegen lassen. Guck mal, den kannst du auch liegen lassen. Aber dadurch, dass dein Finger noch drauf ist, die Saite kann ja nicht richtig schwingen. Du stoppst ja quasi die Saite so ein bisschen ab. Dadurch entsteht dieser Oberton. So, und wenn du den drauf lässt, stirbt der Ton so schnell wieder ab. Und wenn man den ganz leicht, also du sollst jetzt nicht zupfen oder so, sondern ich nehme den ganz leicht weg, dann kann die Saite ein bisschen freier schwingen. Und du musst nicht drücken. Stopp. Du drückst nicht runter. Also du drückst nicht die Saite runter. Du berührst sie nur ganz leicht, so gerade so, dass du sie gerade so berührst. Du musst gar nicht runterdrücken. Also, wenn du die Saite schon bewegst, hast du schon zu viel gemacht. Du legst die Finger nur ganz leicht drauf. Je leichter du die Saite berührst, umso besser ist der Ton eigentlich. Eigentlich ist es super easy. Du musst nur rausfinden, da musst du dich nur dran gewöhnen. Das ist nichts Schweres, weil du musst ja nicht mal drücken. Du musst ja nur ganz leicht... Da ist ja auch nichts mit, du musst auch nicht schnell sein, also du musst auch nicht den Finger schnell wegmachen oder so, sondern super entspannt, das ist nichts. Du musst nur die richtige Position treffen und die ist halt direkt über dem Bundstäbchen. Sonst versuchst du ja, wenn du einen Ton spielst, so kurz vor dem Bundstäbchen zu drücken. Und natürlich, du darfst nicht mit so viel Fleisch auflegen, also nicht deine komplette fette Hand sozusagen, den Finger, sondern der ist ja eigentlich rund und du versuchst, quasi nur von der Rundung ein so einen Punkt quasi zu treffen. Das geht im 12., im 7., im 5. Auch das ist übrigens auf der Akustikgitarre ein bisschen schwerer. Da musst du schon dolle anzupfen. Das ist, wenn du zum Beispiel E-Gitarre mit Verzerrung spielst, dann kannst du das viel einfacher noch, weil durch die Verzerrung kommt das natürlich durch. Besser. Gibt es ja so viele Sounds. Ja? So. Kann man auch so kleine, manche können auch so kleine Melodien damit spielen, wenn man sich das zurecht sucht oder so. Aber das sind Harmonics. Am leichtesten sind die im 12., 7., 5. Bund. Ja? So, und meistens bringt man die nur so ganz kurz mal mit ein. So, keine Ahnung, du spielst irgendwie. So, ich habe jetzt schon viele gemacht, aber die kannst du mal so an einer Stelle und dann. Gibt es natürlich Freaks, die machen ganze Akkorde damit. So, da musst du schon rumfrickeln, weil das ist ziemlich schwierig auf der Gitarre da das Richtige zu machen. Was für Akkorde kannst du da entstehen lassen? So, aus diesen Sounds. Das ist das natürliche Oberton, natürliches Flageolet, Natural Harmonic. Und das hat was damit so mit der Schwingung zu tun. Dadurch, dass du die hier genau in der Hälfte abstoppst und so, das hat irgendeinen physikalischen Grund, frag mich nicht. Und deshalb geht das nicht irgendwo. Geht nicht überall. So, aber um jetzt, dann kannst du ja quasi nur die Leerseiten machen, ne? So, wenn du jetzt aber im 2. Bund drückst, wäre nämlich der Flageolet nicht am 12. Bund, sondern 2 Töne weiter. So, das heißt, jetzt fehlt dir einfach die Hand, das zu drücken. Und deshalb machen das dann manche so hier, legen dann ihren Zeigefinger an die Stelle
Genau, den Finger drauf halten und dann, also 12 Bünde weiter oder 7, je nachdem, was du machst. Und dann musst du halt anschlagen. So, das merkst du auch schon ziemlich technisch. Aber das ist jetzt, das ist ein cooler Effekt oder so, aber das ist jetzt nichts, was man im täglichen Gebrauch sozusagen oder als Brot- und Butterjob als Gitarrist benutzt. Weißt du? Das benutzt man mal so als kleinen Zwischenton. Naja, hier sind auch noch welche versteckt. Auf der Akustikgitarre hörst du die nicht so. Auf der E-Gitarre, je nachdem, wie du deine Verzerrung hast, hörst du die schon besser. Also es gibt noch ein paar. Dann, wie gesagt, die nennen sich dann künstliche Flageolets, weil du musst die ja irgendwie zusätzlich erzeugen. Ne? Es gibt auch Leute, die machen dann, hast du vielleicht auch schon mal, die machen dann so Akkorde damit. So, ich kann das auch nicht, weil das nicht mein Stil ist so. Ja? Und dann gibt es aber jetzt noch auf der E-Gitarre, nur dass wir das komplett haben, auf der E-Gitarre gibt es dann noch den sogenannten Pinch Harmonic. Und das ist quasi, du hast diese Flageolets auch hier irgendwo. Ja? So wie ja hier. Ach so, ja, die gehen in beide Richtungen sozusagen. Also 7 in die und 7 in die. So, die gehen also in beide Richtungen. Das ist wahrscheinlich eher als Unfall irgendwann mal passiert, aber wenn hier irgendwo der Flageolet ist, ja, und ich drücke hier einen Ton, dann kann ich quasi in dem Moment, wo ich anschlage, mit der Seite von meinem Daumen die Saite berühren und diesen Flageolet-Ton, diesen Harmonic auslösen. Das kennst du aber den Sound. Du musst halt genau die Position, das muss man trainieren, dass man exakt. Dass du die Stelle triffst, wo das entsteht, ne? Aber das kennst du aus den Solos, dass immer, wenn dieser Sprungeffekt wenn diese hohen Quietschtöne plötzlich kommen, ja, und das ist dann immer dieses Pinch Harmonic, oder auch wenn du jetzt einen Riff spielst, was weiß ich. Das ist ja vor allem im Metal-Bereich so beliebt, Riff spielen und dann ab und zu diese Quietschertöne. Und das sind im Prinzip deine Flageolet-Optionen, die du hast. Oder Harmonics. Hey YouTube, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Alle Noten, alle Tabs und alle Backing-Tracks, die findet ihr auf meiner Patreon-Seite. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir auch in die Kommentare. Dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!